willkommen zu einer Stunde leichterem Leben. Und heute, da werden wir Sie ein klein wenig entschleunigen. Und das liegt an dem Besuch von unserem heutigen Gast. Sebastian Hennigs ist zu uns gekommen. Er ist Naturfotograf, Tierfotograf. Und dass es da wirklich oftmals um Entschleunigung geht, das wirst du uns erzählen. Aber nicht nur das, sondern er hat wirklich sagenhafte Bilder seiner Arbeit mitgebracht. Also freuen Sie sich auf die nächste Stunde, denn da wird er uns entführen in eine wirklich tolle Tierwelt. Aber nicht nur das haben wir für Sie vorbereitet, sondern wir stellen Ihnen heute Beate Häfner vor. Sie ist Questico-Beraterin. Und was sie alles so tut und macht, das wird sie uns erzählen. Außerdem skypen wir mit Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Und Roxana Paul wird uns mal wieder ein bisschen was von der Astrologie erklären und erzählen. Aber jetzt wollen wir erstmal Sebastian Hennigs ein bisschen besser kennenlernen. Du hast im Grunde genommen, und das hast du mir vor der Sendung so schön gesagt, deinen Traumberuf gefunden. Ne? Ja. Also ein Beruf, der spektakulär ist und trotz alledem manchmal ein bisschen langweilig, oder? Ja, man braucht schon sehr viel Geduld. Mhm. Also. Du hast dich auf die Tierfotografie spezialisiert und ich zeige jetzt nur mal ein Foto schon mal, damit Sie auf den Geschmack kommen. Das ist ein Bild, das du wirklich geschossen hast für ein Magazin Naturfoto. Mhm. Und da sieht man natürlich wirklich, ja, Talent hast du auf jeden Fall, ist aber bestimmt auch nur möglich mit der richtigen Ausrüstung, oder? Ja, man braucht schon ein bisschen mehr Ausrüstung als normaler Fotograf, sage ich jetzt mal, oder normalerweise, was man so hat. Aber vor allem braucht man halt Geduld und man muss sich halt auch ein bisschen damit beschäftigen, mit seinen Motiven. Mhm. Also man geht jetzt nicht einfach raus und denkt, man macht sofort das beste Bild. Das heißt, du machst dir schon Gedanken, welches Tier du vielleicht treffen möchtest, welches Tier dir vor die Linse geraten sollte, oder ist es manchmal auch Zufall, was da passiert? Sowohl beides. Also es ist manchmal natürlich auch Zufall. Meistens gehe ich allerdings schon raus und habe schon im Kopf, was ich fotografieren will. Ich plane eigentlich schon alles durch, aber wenn man halt draußen unterwegs ist, kommt es halt immer noch mal zu Gelegenheiten, mit denen man nicht gerechnet hat, und dann hat man durchaus auch mal das Zufallsbild gemacht. Natur und Tiere, die waren dir als Kind schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, eigentlich hätte dein Werdegang ein anderer sein sollen. Das hatte man dir zumindest vorausgesagt, nämlich, dass du eigentlich in Richtung Biologiestudium oder sonst irgendetwas gehst. Dann kam es aber doch ein bisschen anders. Ja, ich war also, wie gesagt, schon als Kind sehr naturbegeistert. War sehr viel immer mit Fahrrad, Kamera, Fernglas unterwegs. Und darunter hat allerdings dann auch die Schule gelitten, sodass ich dann im Endeffekt das ersehnte Studium gar nicht machen konnte und dann halt eine klassische Lehre als Fotograf machen musste. Mhm. Und ja. Aber war dir schon immer klar, dass du dich dann auch wieder auf die Natur spezialisieren möchtest mit der Fotografie? Weil du hast ja eigentlich Werbung, Industrie fotografiert, was ja schon ein Unterschied ist zu Tierfotografie. Ja, ich bin aber auch während meiner Ausbildung eigentlich immer der Naturfotografie treu geblieben. Ich hatte natürlich während der Woche immer die verschiedensten Motive für Kataloge, für Prospekte gemacht, habe allerdings natürlich an den Wochenenden meine freie Zeit natürlich in der Natur verbracht und habe aber auch vieles, was ich halt aus der anderen Art der Fotografie, sage ich jetzt mal, gelernt habe, natürlich dann auch anwenden können. Es ist eine andere Art der Fotografie, weil jetzt kennt man natürlich die Fotografen, die immer busy sind, die immer in Action sind, die vielleicht auch mit ihrem Gegenüber natürlich reden, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Es muss ja auch eine Harmonie zwischen dem Fotografierten und der Person, also dem Fotografen, herrschen. Ist es bei den Tieren schon auch ein bisschen so, dass du dich mental schon auch auf das jeweilige Objekt einstellst? Man muss sich auf jeden Fall so gut vorbereiten, dass man eigentlich genau weiß, wann man was wie fotografieren kann. Es sind ja viele Tiere, sind ja sehr scheu oder auch sehr selten, und man kann nicht einfach rausgehen und die finden. Man muss also sehr viel vorbereiten, und oft ist es dann halt so, dass man zum Schluss eigentlich nur noch mal kurz das Bild macht, aber diese ganze Vorarbeit überhaupt nicht zu erahnen ist, wenn man einfach nur nachher das Bild betrachtet. Wir wissen ja alle, es gibt immer wunderbare Lichtstimmungen, und die machen natürlich auch ein Bild aus. Das heißt, recht früh am Morgen oder halt, wenn es schon wieder dämmert. Also sind das auch deine zwei Arbeitszeiten dann eigentlich, die du am besten nutzen kannst? Da macht man die besten Bilder, kann man also schon sagen. Also es ist natürlich dann so, dass man oft im Sommer morgens um 4 Uhr irgendwo in der Wildnis steht und dann fotografiert. Aber mittlerweile bin ich auch da an einem Punkt angelangt, wo ich eigentlich den ganzen Tag über
Bilder machen kann, wo ich einfach mir dann einfach meine Schwerpunkte dann suche. Also mittags, wenn das Licht einfach sehr hart ist, wo man eigentlich sagt, da macht man keine Fotos, guten Fotos, mache ich halt trotzdem noch mal irgendwas, was man dann halt zu der Zeit machen kann. Man kann ja heutzutage 300 Bilder einfach mal so durchhauen, genau, und dann darauf hoffen, dass es wirklich ein Prachtexemplar dann oder dass ein Prachtexemplar entsteht. Früher, als du auch gelernt hast, das war gerade so dieser Umschwung zwischen Film auf Digitalfotografie. Ist es durch die Digitalfotografie natürlich jetzt leichter auch für dich geworden, mit den Tieren zu arbeiten? Ja, man kann halt viel mehr probieren, sage ich jetzt mal. Man kann experimenteller sein, viele neue Dinge auch mal ausprobieren, die früher halt einfach viel, viel mehr gekostet haben. Mhm. Weil nach jedem Film, nach immer 36 Bildern, hat es halt Geld gekostet. Also jedes Bild machen hat damals Geld gekostet. Und gerade auch als Schüler oder als Lehrling hatte man natürlich auch nicht so die Mittel. Einmal die Augen zu und das ganze Bild ist nichts geworden. Aber dann hat man sich geärgert, weil es, wie du gerade gesagt hast, natürlich nicht unbedingt das billigste Hobby war. Jetzt durch die Digitalfotografie ist es ein bisschen einfacher geworden. Aber du hast schon auch richtige Arbeitszeiten. Das heißt, ist es für dich, gibt es Jahreszeiten, wo du sagst, da ist es natürlich von Vorteil durch die Wärme, weil du bist ja teilweise bis zu 8 Stunden, bis zu 12 Stunden wirklich für so ein Foto unterwegs, oder? Ja, eigentlich ist es so, wie man es eigentlich auch kennt, also dass im Frühling fängt halt das Leben an, sage ich jetzt mal wieder, und zum Sommer hin steigert sich natürlich die Vielfalt an Motiven. Und im Sommer, wenn überall es blüht und überall fliegen Tiere rum, hat man natürlich die meisten Motive und ist man am meisten unterwegs, während man dann im Winter wieder ein bisschen ruhiger wird und dann auch teilweise dann die Arbeit des Sommers sozusagen aufbereiten kann. Mhm. Du hast Bilder gemacht und eins, das muss ich Ihnen zeigen, weil das ist, glaube ich, auch der Moment in deiner Fotografie gewesen, den du als so einen der emotionalsten Momente irgendwie bezeichnen würdest. Und da ging es um Robbenfotografie. Ich meine, gucken Sie sich das mal an, ist das niedlich. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist eigentlich was viele Fotografen eigentlich auch kennen. Es gibt auf Helgoland, kennt eigentlich jeder, um, ich sag mal, Zigaretten, Schnaps zu kaufen als zollfreie Zone. Da gibt es eigentlich auch ein Naturparadies. Und da gibt es also jedes Jahr im Winter werden dort halt die Robbenbabys geboren. Also im letzten Jahr war es schon 200 bis 300 Robbenbabys, die dort an den Stränden der kleinen Nachbarinsel geboren wurden. Und die kann man also wirklich aus nächster Nähe dort eigentlich sehen, diese ganzen Robben. Und wenn man dann ein paar Tage sich Zeit nimmt, dann kommt man also wirklich zu schönen Momenten, zu schönen Bildern. Und ja, also ich finde, das ist großartig. Das zaubert schon, glaube ich, bei jedem, der es betrachtet, ein Lächeln aufs Gesicht. Aber was natürlich auch nicht vergessen werden darf, Tierschützer werden jetzt wieder aufschreien und werden sagen, lass doch die Tiere in ihrem Naturgebiet. Die haben das vielleicht auch nicht besonders gerne, wenn die Paparazzis da plötzlich einfallen. Also ihr achtet als Tierfotografen schon auch darauf, die Tiere nicht zu stören, auf Abstand im Grunde genommen zu sein und denen ein friedliches Beisammensein auch zu ermöglichen. Also das ist dort auch, wird dort auch sehr aufgepasst, dass man wirklich auch Abstand einhält. Dafür gibt es ja größere Objektive, wo man auch wirklich einen gewissen Abstand sich dort aufhalten kann. Allerdings sind natürlich auch die Tiere nicht immer so scheu, wie man vielleicht denkt. Also es gibt natürlich auch Robbenbabys, die dann neugierig sind, zu einem hinkommen und dann halt ins Stativ oder in den Schuh schon fast beißen wollen, wo man sich dann allerdings selber auch mal ein bisschen zurückziehen muss, weil die warten halt dort am Strand auf ihre Mütter, können selber noch nicht ins Wasser, weil die dieses weiche Lanugo-Fell haben, was vor der Kälte schützt. Und man muss halt dafür sorgen, dass halt die Mütter zu ihren Jungen können. Und dann muss man sich halt auch ein bisschen zurücknehmen. Ist so ein Foto, das dir da gelungen ist, ist es sowas wie so ein Sechser im Lotto, wo man sagt, also wenn man sowas schafft, das ist schon was ganz Besonderes? Ja, das ist eigentlich auch eins meiner beliebtesten Bilder, ich sage jetzt mal, im Internet. Ich habe es im Internet gezeigt und mittlerweile sieht man es überall im Internet, geklaut natürlich, so ich sag mal. Ist auf jeden Fall ein Motiv, was wohl viele Leute begeistert. Ja, ja, also das sind natürlich auch Fotos, die mit Sicherheit öfters mal in den Social-Media-Netzen auch umhergehen. Ja. Vielleicht auch als Profilfoto von dem einen oder anderen verwendet wird. Wie du als Profifotograf, der ja davon auch wirklich oder damit sein Geld verdient, wie du darüber denkst, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber nicht nur das, sondern du hast noch weitere Bilder mitgebracht, die wirklich sehenswert sind. Und du zeigst uns auch ganz schöne Seiten von Deutschland, zum Beispiel auch
auch hier drinnen in diesem Magazin. Da bist du gar nicht so weit unterwegs gewesen, aber auch da kann man wirklich Dinge erleben, mag man gar nicht glauben, dass das Schöne so nah vor der Haustür liegt. Wir werden uns gleich noch weiter unterhalten. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause und danach geht es weiter mit, mit der Beate Hefner schon. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Beate Hefner, heute zu Gast, Questico-Beraterin. Und eigentlich ist es mal ganz schön, in so eine Sendung zu kommen, die ein klein wenig entschleunigt wird, oder? Sich mal so auf andere Dinge einzulassen und einfach mal vor so einem Foto zu sitzen und sich das anzugucken, oder? Ja, das ist richtig, ja, finde ich auch. Ja, macht Spaß. Ja, macht Beate, Spaß. Du bist Beraterin. In mehreren Bereichen kann man dich im Grunde genommen ausprobieren. Das heißt Astrologie, Karten, aber du hast auch so eine Intuition. Das heißt, eine Hellsicht, die dir auch mit auf den Weg gegeben worden ist. Auf jeden Fall. Was aber wirklich mehr oder minder bei dir durch Zufall erkennbar wurde, oder? Kann man so sagen, genau, das ist richtig. Naja, sage ich jetzt mal so, der richtige Durchbruch, der kam halt dann, wie ich in Scheidung gelebt habe. Also da kam das dann richtig so zum Durchbruch. Da bin ich dann damals selbst zu einer Kartenlegerin gegangen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte und überhaupt, ob das alles so richtig ist und. Und da bin ich dann hin und das war dann eine sehr alte Dame, also die ging schon auf die 80. Und die war auch richtig, richtig gut gewesen, die war auch sehr bekannt. Und dann hat die mir eigentlich die Augen geöffnet und die hat halt das mir dann gesagt. Was erhofft man sich denn? Also du kennst jetzt beide Seiten. Du kennst ja einmal die Seiten der Kundin, also hast ja selber den Rat einer Kartenlegerin gesucht. Auf der anderen Seite bist du jetzt diejenige, die Ratschläge gibt. Also wie geht man denn, mit welcher Einstellung geht man zu einem Kartenleger? Ja, mit der Einstellung, dass die einen halt gewisse Dinge voraussagt und einen vielleicht auch, wie will ich sagen, den Weg irgendwie anleuchtet, wo man weitergehen soll, ob man am Alten festhalten soll oder neue Wege gehen soll. Das wusste ich damals nicht. Ich war in so einer komischen Situation, wo ich gar nicht wusste, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Und da bin ich dann hin, dass die mir einfach sagt, du pass mal auf, das wird sowieso nichts mehr. Oder es ist gut so, dass es so gekommen ist für deine weitere Zukunft. Oder dass er halt gesagt hat, ja, jetzt bleib mal schön ruhig, halt im Bach flach und so weiter. Und es wird wieder. Mhm. Und man sucht halt dann nach einer Lösung, weil man ist ja in dem Moment, ist man ja sehr verzweifelt, da kann man gar nicht auch richtig denken, finde ich. Ist das Alte richtig, dass ich das beendet habe? Weil ich habe ja dann, mein Mann hat ja damals eine Freundin gehabt und ich bin ja auch dann hin und habe Schluss gemacht und bin dann zum Anwalt. Und da war ich dann sehr verzweifelt gewesen, ob ich das richtig gemacht habe. Mhm. Und dann suche ich was bei der Person, dass die dann sagt, okay, das ist jetzt richtig, oder? Liebeskummer, glaube ich, ist für uns alle das beste Beispiel, weil man fällt in ein ganz, ganz tiefes Loch. Man hat das Gefühl, es geht nicht mehr weiter im Leben. Und wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist, dann wird man manchmal auch feststellen, das war gut, dass es so gekommen ist, weil man eben offen war dann plötzlich für neue Wege. Aber in dem Augenblick hält man natürlich fest. Und da hilft natürlich jemand, der vielleicht den Blick ein bisschen in die Zukunft werfen kann, bei der Lösung, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist total hilfreich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man irgendwo feststeckt, dass man sich da Rat holt. Also ich finde es total wichtig, also total gut. Das heißt wichtig, was ist wichtig, aber ich finde es gut. Also das ist sehr, sehr hilfreich. Aber wie bist du selber damit umgegangen? Weil wahrscheinlich so, wie ich die Situation einschätze, hat die zu dir gesagt, lassen Sie los, gehen Sie Ihren eigenen, Ihren neuen Weg. Will man das in dem Augenblick auch wirklich hören oder hofft man nicht doch, dass sie sagt, es wird alles wieder gut?
Nein, das will man vielleicht nicht hören, aber ich habe durch diese Frau, durch diese Kartenlegerin, habe ich die Zeit, die ja schon mit Trauer und Schmerz verbunden ist, leicht gemeistert, muss ich trotz alledem sagen. Mhm. Durch die Frau. Ich bin auch am Anfang sehr oft zu ihr hingegangen. Es gibt ja in der Zeit immer wieder Neuigkeiten. Da ändert sich ja auch sehr viel und so weiter und so fort. Und die hat mir sehr geholfen, damit sehr gut umzugehen. Und ich bin damit wirklich, konnte damit sehr gut umgehen. Mhm. Und deswegen sage ich ja, also für mich selber war das hier, obwohl die mir nicht das gesagt hat, was ich vielleicht hätte hören wollen. Das weiß ich gar nicht, ob ich das hätte hören wollen. Mhm. Aber sie hat mich an die Hand genommen. Ich glaube, das ist ja das, was ihr Berater natürlich auch tun müsst. Das heißt, ihr müsst die Hand reichen. Genau. Und ihr müsst natürlich auch euren Klienten, euren Kunden manchmal Dinge schön erzählen, die vielleicht nicht so schön sind, ja, aber die das Leben dann doch wieder schöner machen. Ja, genau. Mhm. So ist es. Und so war das auch bei mir damals. War dein erster Kontakt dann mit Karten, so dass du plötzlich darüber nachgedacht hast, was die kann, das möchte ich auch können, oder? Mit Karten, mit Skatkarten habe ich eigentlich angefangen, weil die hat er mit Skat gelegt und da habe ich ja eine Kundschaft nach der anderen gebracht. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Und dadurch damals, wenn ich der immer Kundinnen gebracht habe, der hat immer so viel angenommen. Ich hatte ja damals sogar noch Glück, dass die mich eigentlich angenommen hatte, weil die war voll. Die war so bekannt, also damals war das ja auch noch nicht so populär wie heute. Und da hatte die eigentlich schon so viele gehabt, dass sie keine neuen angenommen hatte. Und ich durch eine Freundin wieder bei der reingerutscht bin. Und sie aber wieder meine Freundin, da bin ich aber immer dabei gewesen. Mhm. Ich bin immer mit und habe gelernt und zugeschaut. Und deswegen habe ich da eine ganz gute Lehrmeisterin gehabt. Ich denke, dass viele unserer Zuschauer gerade von Astro TV oftmals durch die Berater lernen. Das heißt, wahrscheinlich sitzen auch einige zu Hause und decken selber ihr Kartenblatt auf und gucken, was würden Sie sehen und wie, welche Ratschläge würden Sie geben? Weil man darf ja auch in dem Bereich nicht stehen bleiben. Ne? Also das hat auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Da muss man dranbleiben und da muss man sich auch jeden Tag mit beschäftigen. Ich beschäftige mich jetzt schon fast 30 Jahre jeden Tag. Und da lernen sie auch jeden Tag dazu. Also das gibt es nicht. Es gibt immer noch Kombinationen oder Situationen, wo ich dann auch mal überlegen muss. Mhm. Muss ich ganz ehrlich, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich bin ein doppelter Steinbock und er arbeitet sehr, sehr strukturiert und das gebe ich dann auch zu. Und sehr genau wahrscheinlich dann sehr. Auch. Sehr genau. Sehr genau, ja. Jetzt hast du natürlich irgendwie die Verbindung mit den Karten irgendwie bekommen, hast dich da in irgendeiner Form mit auseinandergesetzt, aber dann gab es natürlich noch einen anderen Schwerpunkt, der dich auch beschäftigt hat oder beeindruckt hat, das ist die Astrologie. Und auch da hast du gesagt, da will ich ein bisschen mehr erfahren. Ne? Auf alle Fälle. Und zwar kann ich auch genau erklären, warum das so war, weil mit den Karten oft die Zeitqualität ganz schwer zu erkennen ist, ganz, ganz schwer. Manchmal kann man's, aber manchmal nicht. Und das hat mich gestört. Steinbock doppelt, das hat mich gestört. Und da habe ich dann mit der Astrologie, obwohl mich die Astrologie auch schon immer schon als Kind beschäftigt hat, ich habe immer jeden nach dem Sternzeichen gefragt, aber komischerweise früher habe ich das gar nicht so begriffen oder das war so weit weg, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. Und dann mit den Karten dann, auf einmal habe ich gedacht, nee, da musste man noch einmal schauen, weil in der Astrologie hat man ja bessere Zeitqualitäten und dann habe ich damit angefangen und ein Buch etc. Und auf einmal, also kann ich nur sagen, ist mir das zugeflogen. Ich habe da gar nicht so viel schon lernen müssen, aber da waren auf einmal Dinge da, da habe ich gedacht, woher weißt du das eigentlich? Also das ging dann eins ins andere über. Mittlerweile sind es auch schon fast 10 Jahre, wo ich das mache, oder über 10 Jahre. Und bin begeistert, was die Astrologie hergibt. Okay. Und ich, wenn jetzt was zu sagen hätte, würde ich sagen, das sollte in den Schulen wieder eingeführt werden. Das war ja mal, weil man lernt die Menschen besser kennen, die Talente, Schwächen und, weil das hilft vielen Menschen weiter, wenn Eine man das beherrscht. Wissenschaft für sich und wenn man sie beherrscht, dann kann man natürlich schon auch ein klein wenig mehr dazu erfahren über Persönlichkeiten. Es ist nicht alles, mit dem du arbeitest, sondern auch die Hellsicht ist irgendwann dazugekommen. Auch da gab es ein Erlebnis, das du uns gleich noch erzählen wirst. Ja, genau. Denn du hast auch einen ständigen Begleiter um dich herum. Das ist Erzengel Michael, und wie der den Weg zu dir gefunden hat, das wirst du uns auch gleich noch erzählen. Jetzt geht es erstmal weiter mit Fotografie. Die Fotografie der Royals nämlich. Glaubst du, dass die Privatfotos heutzutage noch machen? So
ein William und eine Kate, wenn die im Urlaub sind? Oder glaubst du, die machen gar keine Fotos mehr? Doch, glaube ich schon. Ja, so doch, das denke ich jetzt schon, doch. Ja. Doch, denke ich. Wir fragen also einfach mal nach, oder? Bei unserem Adelsexperten, ja, bei unserem super Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Mich interessiert das jetzt mal wirklich, mein lieber Prinz Mario Max. Wenn jetzt zum Beispiel Prinz William und die Kate, ja, die sind ja im Moment in Kanada, ich weiß gar nicht, ob sie schon wieder zurück sind, machen die dann auf ihren Businessreisen auch private Fotos als Erinnerung oder sind die so viel unterwegs, da würden ja irgendwann mal die Gigabytes der Handys oder der Apparate gar nicht mehr ausreichen? Ganz eine spannende Frage, liebe Andrea, gleich vorweg. Also ein Handy wird überhaupt nicht für Fotos verwendet. Wir sind Personen der obersten Sicherheitsklasse. Man muss sich vorstellen, das wird ein künftiges Staatsoberhaupt sein. Jegliches Foto könnte ja zu großen Krisen führen. Oder wenn man das falsche Foto oder das undezente Foto dann irgendwo rumschwirren hat, wäre das zu gefährlich. Deshalb, am Handy wird gar nichts gemacht. Es gibt die kleine private Kamera, die ist mit, die wird aber nur benutzt, wenn wirklich kein anwesender Dritter dabei ist, kein Reporter, kein Gastgeber, gerade in Kanada. Denn die würden natürlich als unhöflich empfinden, wenn dann auf einmal die Aufmerksamkeit von Prinz und Prinzessin nur mehr auf der Kamera sind und nicht mehr bei den Gastgebern oder bei den Menschen, die ja die zwei sehr verehren, weil ja zum Beispiel Kanada auch als Staatsoberhaupt die Großmutter von Prinz William hat, nämlich die Queen, die ist ja Staatsoberhaupt offiziell in Kanada. Das heißt, Privatfotos gibt es so gut wie keine, aber eine eigene Position bei Hofe, und zwar den sogenannten königlichen Hoffotografen. Und das weiß ich deshalb ganz genau, weil mein Vater hat selbst diesen Beruf ausgeübt. Er war nämlich königlich-dänischer Hoffotograf. Und er ist immer mit dem Königshaus auf Reisen gewesen und hat die Fotos von seiner Cousine, der Königin Margrethe, und den Kindern gemacht. Aber gibt es denn da auch so richtige Schnappschüsse? Also so Fotos, die wir alle kennen? Keine Ahnung, Prinz William springt mit dem Körper in den Pool oder wird beim Essen und solche Geschichten. Oder wird da trotzdem noch ein bisschen Wert auf die Etikette dann auch gelegt? Es wird aufgepasst, aber der königliche Hoffotograf, das hat mir mein Vater erzählt, der hat überall Zugang. Der kann alles fotografieren. Natürlich darf er nicht rausgehen. Diese Fotos sind alle exklusiv im Eigentum des Königshauses. Und ab und zu werden dann Fotos veröffentlicht, auch sogenannte Schnappschüsse, wo dann einfach ausgewählt wird und diskutiert wird innerhalb des Hofes, ob das Sinn macht, ob man das machen kann. Weil man möchte eben vermeiden, dass irgendwelche Diskussionen freiwillig ausgelöst werden, indem man freiwillig Fotos herausgibt, die sonst niemand hätte. Es reicht ja schon, dass die Paparazzi wild überall Fotos machen und dass man die gar nicht unter Kontrolle hat. Also aber was, der Fotos, die rausgeht, besonders gern. Was würde denn zum Beispiel passieren, weil das stelle ich mir wirklich sehr, sehr skurril vor, kommt ja immer mal wieder vor, dass man im Urlaub ist und seine Kamera irgendwo vergisst, liegen lässt oder sonst irgendetwas. Und irgendjemand findet diese Privatfotos sozusagen, diese Privatkamera von irgendeinem Royal. Glaubst du, würden die Zeitungen für teures Geld dann diese Fotos auch veröffentlichen? Oder gibt es dann schon auch so einen Pressekodex, wo man sagt, nee, da schicken wir die Kamera mal besser zurück? Naja, also einen Pressekodex, den gibt es in manchen Ländern und der scheint auch in manchen Ländern zu funktionieren. Da kann ich nämlich jetzt ein sehr praktisches Beispiel geben. In England ist gerade eine Sammlung von Fotos von Herzogin Kates Schwester namens Pippa, die wir ja auch alle kennen, aufgetaucht und wurde einem großen Verlag, nämlich der Sun, angeboten. Für einen Riesenpreis, 50.000 Pfund, das sind 75.000 Euro. Und die Sun hat gesagt, wir halten uns an den Pressekodex und wir wollen mit diesen Fotos nichts zu tun haben. Die haben das dann Pippa gemeldet und die Polizei wurde alarmiert. Und der Foto,
ja, ich weiß nicht, ob Vertreiber oder Klauer, das muss man erst herausfinden. Auf jeden Fall wurde der Mann, der mit diesen Fotos zu tun hatte, dann von der Polizei in die Mangel genommen. Das heißt, der funktioniert genau. Andererseits habe ich auch was erlebt. Und zwar mich hat eines Tages ein Bildzeitungsreporter angeschrieben und Fotos angehängt, die aus meinem, oder besser gesagt aus einem Familienhandy entwendet worden waren. Und diese Fotos sollte ich dann kommentieren. Dann ist natürlich der Anwalt eingestiegen und hat weitere Korrespondenzen mit Bild geführt. Also der Pressekodex ist nicht allerorts gleich strikt. Und ich finde, wo es dann bei der Privatsphäre anfängt, da sollte wirklich sich jegliche Presseeinheit dran halten. Also muss ich sagen, Hut ab, der Sun, die sonst so berühmt berüchtigt ist, die hat nämlich die betroffene Kate angeschrieben, dass das nicht okay ist. Im Gegensatz habe ich eine Facebook-Message bekommen vom Bild, wo ich kommentieren sollte. Also im Endeffekt ist es sehr verschieden und vielseitig gehandhabt, je nachdem, wer dann dahinter steht. Ja, aber es ist ganz interessant, weil bei Pippa Middleton sind die Fotos ja über die Cloud geklaut worden. Was wieder dafür spricht, dass sie besser doch keine Fotos wirklich mit Handys machen. Aber das finde ich verrückt, darüber denkt man gar nicht nach, ne? Wie leicht die dann doch gehackt werden können und dass Sicherheitsgeschichten einfach mal gesagt wird, keine Handyfotos, wobei es so einfach wäre mittlerweile. Ganz spannend ist mit dieser Cloud-Sache, ja, dass das jetzt in Amerika schon vor 2 Jahren passiert ist, wo die Cloud gehackt wurde von Jennifer Lawrence, von der Hollywood-Schauspielerin. Und da sind dann wirklich groteske Fotos, fast schon wie bei Big Fat Greek Wedding aufgetaucht und in aller möglichen Kanäle gelandet. In dem Fall von England konnte man sehr schnell agieren, weil man schon wusste, wie man damit umgehen soll. Also da hat man den sofort in die Mangel genommen. Was du richtig sagst, Handys, die haben eigentlich gar nichts verloren in diesen exponierten Familien, in den Staatshaushalten, denn man kommt zu leicht an das Material und an die Fotos ran. Und es ist einfach zu brisant, wenn dann, wie hier passiert, die Nummern von der Königin und von Ministern kursieren. Und Kate Middleton hat die Schwester namens Pippa. Und Pippa muss sich bewusst sein, sie ist nicht nur mehr Pippa Middleton, sie ist die Schwester der zukünftigen Königin von England, der zukünftigen First Lady des riesigen Königreiches. Und sie hat deshalb dieselben Sicherheitsvorkehrungen auch zu akzeptieren wie das Königshaus selbst. Und das heißt, absolut nichts Privates auf einem Handy, weil wenn da wer reingeht, ist einfach zu viel Risiko. Wissen wir alle, was passiert ist in den letzten Jahren. Früher, da war man noch ein bisschen safe. Heute hat jeder seine mobile Kamera ja wirklich bei sich in Form des Handys. Das heißt, wir können überall schnell mal mitfilmen, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und so verbreiten sich natürlich viele schlimme Dinge im Netz, aber auch viele schöne. Ich habe gestern bei Facebook, glaube ich, wirklich was Wunderbares gesehen. Und zwar Tom Hanks. Tom Hanks wurde auch gefilmt, wie er durch den Central Park gelaufen ist beim Joggen, was ich schon sehr sympathisch fand, dass dieser doch Weltstar da ein bisschen Sport gemacht hat. Und da war ein Brautpaar mit Fotografen, die haben sich da im Central Park gerade fotografieren lassen. Und da hat Tom Hanks einfach mal Stopp gemacht, hat einfach mal beide beglückwünscht und hat Fotos mit denen gemacht. Das fand ich super sympathisch. Sowas kommt dann auch wieder ins Netz und das erfreut uns doch dann auch ein bisschen alle. Obwohl es Privatsphäre von Tom Hanks natürlich auch wieder ein Stückchen weggenommen wurde. Aber schön. Ja, der hat halt netterweise sich dazu bereit erklärt und Tom Hanks gilt in Hollywood als einer der nettesten Stars und auch sehr leutselig und hat seine Fans gerne. Und Tom Hanks ist übrigens der Oberschauspieler in Hollywood. Warum? Er ist nämlich derjenige Schauspieler, der Gouverneur, also Vorsitzender ist von der Oscar-Akademie für alle Schauspieler. Das heißt, er ist ja quasi der Oberguru und wenn der das so macht, dann werden die anderen jetzt auch so machen. Super sympathisch auf jeden Fall. Und du wie immer natürlich zu jedem kannst du immer was sagen. Das ist großartig. Also ein sehr schlauer Mann, unser Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe, mit dem Sie übrigens auch telefonieren können, denn auch er ist Berater bei unserem Partner Questico und stehst auch gerne den Zuschauern mit Rat und Tat zur Seite. Total, ja, danke, dass du das erwähnst. Ich habe gerade jetzt nämlich die letzten Tage wirklich stundenlange schöne Gespräche geführt. Wir haben ganz viel bewegen können in Liebe und natürlich auch in beruflichen Dingen. Also wie gesagt, ich habe immer ein offenes Ohr, wie auch meine lieben Kolleginnen und Kollegen beim Partner
Questico, ja. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder bei Astro Royal sehen, bei dir in leichter Liebe. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Gibt es noch jemanden, den du gerne grüßen möchtest? Oh ja, bestimmt, weil meine Mutter guckt zu und mein Vater von Waldemar, der wird sich freuen, dass ich das heute erwähnt habe, weil da war er ganz stolz immer, wenn er mir erzählt, dass er eben königlich dänischer Hoffotograf war. Und dann noch ein ganz kurzes Extra. Ich habe für nächste Woche eine besondere, spannende, interaktive Sache vorbereitet, aber mehr dann auf Facebook bei Leichter Leben. Also schön mal klicken. Facebook Leichter Leben ist immer einen Klick und Besuch wert. Absolut. Ich freue mich drauf. Lass mich immer wieder gerne von dir überraschen. Liebe Grüße auch an deine Eltern und bis bald. Danke. Macht's gut. Ciao. Adios. Ciao. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sebastian Hennigs ist zu uns gekommen und er hat wirklich seinen Traumberuf gefunden. Im Grunde genommen mit wirklich viel, viel Ruhe und viel, viel Gelassenheit muss man in deinem Job ans Werk gehen, um wirklich zum Erfolg zu gelangen. Du bist Naturfotograf, Tierfotograf und hast auch ein paar Bilder mitgebracht, die ich Ihnen natürlich auch gerne zeigen möchte, denn da sind ein paar wirklich spektakuläre Sachen dabei. Zum Beispiel hier ein Fuchs und das wirklich in der Stadt, ne? Ja. Ja, das ist so ein typischer Berliner Stadtfuchs, wie man oft sagt. Wir haben ja hier das Glück in Berlin, dass die Füchse sich einfach an die Menschen mehr gewöhnt haben. Und dadurch hat man halt die Möglichkeiten, durchaus mal sehr nah ranzukommen. Zeig doch mal das Fuchsfoto, bitte schön. Nicht so schnell. Wir müssen über so ein paar, dann mach das mal auf Stopp. Weil man muss natürlich über das ein oder andere Bild ein bisschen länger reden, denn so ein Fuchs... Ja. Da wissen wir alle, das ist ja im Grunde genommen jetzt kein Kuscheltier. Und das ist ein Tier, der vielleicht auch menschenscheu ist oder man weiß nicht genau, wie er auf Menschen reagiert. Mhm. Geht einem da nicht manchmal so ein bisschen auch, ich sag jetzt mal, die Pumpe, dass da was passiert, dass der plötzlich auf Angriff irgendwie gepolt ist? Füchse sind natürlich Wildtiere, wie viele andere Arten auch. Wobei die Füchse an sich finde ich jetzt nicht so problematisch. Also die haben eigentlich immer noch ordentlichen Respekt und selbst in der Stadt auch. Manche Exemplare haben auch noch eine enorme Scheu. Hektischer wird es dann eher schon, wenn man hier in Berlin zum Beispiel Wildschweine fotografieren möchte, die natürlich dann auch schon eine enorme Masse mitbringen. Und gerade wenn man da welche erwischt, die halt schon positive Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, indem sie gefüttert wurden, kann es halt auch mal sein, dass die halt einem über eine gewisse Strecke sehr dicht folgen. Mhm. Und da wird es dann natürlich schon... Ich glaube, jeder Hundebesitzer weiß, dass ein Wildschwein, eine Wildschweinbegegnung manchmal nicht ganz so besonders schön ablaufen kann. Jetzt haben wir gerade ein Bild gesehen von auch wieder einer spektakulären Aufnahme, wo ich mich natürlich auch frage, wie viel wird danach noch bearbeitet oder ist es wirklich auf den Punkt getroffen? Man macht ein paar Sachen eigentlich immer noch dran, also die normale Bildoptimierung. Das ist keine Bearbeitung, also man macht immer noch Helligkeit oder die Kontraste noch mal ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eigentlich schon so fotografiert. Seeadler war das gerade zum Beispiel von einem Boot aus fotografiert, wo man also weiß, er kommt da gleich und holt sich einen Fisch. Oder halt auch vor allem in der Makrofotografie, also die Fotografie von, ich sag mal, kleineren Tieren, Insekten oder auch Zauneidechse war das gerade. Aber bei der Zauneidechse muss ich jetzt wirklich nochmal nachfragen, ja. Weil ich meine, die sieht auf der einen Seite fast aus wie gemalt, ja. Aber die sieht auch aus, als hättest du sie irgendwie wirklich im Studio mit unglaublich viel Licht ausgeleuchtet. Aber auch die ist draußen in der Natur entstanden. Ja, ja, das war halt zum Beispiel, wie du vorhin auch schon sagtest, zu einer besonderen Lichtsituation. Es war halt abends, da waren die letzten Sonnenstrahlen, die dann wirklich auf den Hintergrund gestrahlt haben und dieses schöne orangene Licht gezaubert hatte und
die Eidechse war halt schon in einer Situation, wo sie halt nicht mehr weglaufen wollte. Die brauchen natürlich auch Wärme, um aktiv zu sein. Und gerade abends, da überlegen sie sich halt oft schon, laufe ich jetzt noch weg oder reiße ich das Maul auf und drohe demjenigen, der da gerade vor mir steht. Und so hat man dann halt die Möglichkeit, auch mal solche Bilder zu machen. Toll. Gibt es auch manchmal so Tage, wo man die Kamera auspackt und am Abend wieder einpackt und es ist einfach nichts passiert? Oder machst du dann Pflanzenfotografie, wie wir es gerade gesehen haben? Es gibt es auch, dass man eigentlich nichts mit nach Hause bringt, aber oft findet man irgendwas Kleines oft noch, sodass es nicht ganz umsonst war. Also. Der Unterschied zum Beispiel, wirklich diese Tierfotografie zu machen, könntest du dir jetzt auch vorstellen, noch mit Menschen auch zu arbeiten? Oder machst du das auch noch nebenbei? Oder sagst du, nee, ich bin einfach in dem Bereich, ich brauche diese Gemütlichkeit, ich brauche irgendwie diese Ruhe, ich will gar nichts anderes machen? Ja, manche Sachen mache ich ja natürlich jetzt schon immer da nebenbei. Also die normale Familienfotografie auch oder meine zwei kleinen Zwillinge, die fotografiere ich natürlich ständig auch so. Was allerdings sehr viel jetzt mittlerweile dazu gekommen ist, dass ich auch Menschen, die im Naturschutz aktiv sind, porträtiere oder bei der Arbeit begleite. Also zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel sich mit Fledermäusen beschäftigen, die begleite ich dann mehrere Nächte, um dann wirklich so bei der Arbeit zu fotografieren. Mhm. Oder auch Leute zum Beispiel, die Vögel beringen. Sowas. Also weil heutzutage ist es ja so, dass der Mensch eigentlich überall mit dabei ist. Und das ist mir halt so ein bisschen wichtig geworden, dass man sozusagen auch den Naturschutz mehr da im Bild zeigen kann. Die Aufmerksamkeit im Grunde genommen auch wirklich nicht verliert und die Achtung auch vor der Natur nicht verliert. Weil ihr betretet ja manchmal wirklich auch Gebiete, wo man sagt, ja, da kommt kein anderer hin. Wie zum Beispiel jetzt hier über dieses Foto, was ich vorhin gezeigt habe. Jetzt auf die Schnelle werde ich es wahrscheinlich nicht finden. Aber da bist du auch in der Natur gewesen und zwar gar nicht so weit weg. Auf einem Gebiet, wo man sagt, das ist auch nicht für jedermann natürlich zugänglich. Ja. Ne? Ja, das ist was ich schon seit ein paar Jahren hier, seit ich in Berlin wohne, fotografiere. Das sind halt diese alten Truppenübungsplätze aus den Zeiten des Kalten Krieges, die halt hier rund um Berlin sehr viel gab, wo also das Militär abgezogen ist nach der Wiedervereinigung und die jetzt also wirklich von der Natur zurückerobert werden, die allerdings auch gesperrt sind, weil es halt dort sehr viel Munition im Boden ist. Und es ist halt lebensgefährlich, wenn man sich dort bewegt und das ist halt so was, was mir die letzten Jahre sehr viel Spaß macht. Das ist halt solche Bereiche, die eigentlich wenige Menschen kennen, zu fotografieren und den Leuten sozusagen näher zu bringen. Also tolle Sandwüsten auch, die es dort gibt. Und gehst du da auch alleine dann auch rein? Also da hat man ja selber vielleicht auch Angst, dass man sich mal einen Fehltritt erlaubt. Teilweise bin ich mit Leuten dort unterwegs, die dort rein dürfen. Und mir das halt zeigen und mich begleiten, teilweise allerdings auch alleine. Da braucht man also Genehmigungen und Kontakt zu diesen ganzen Behörden, die einem das halt ermöglichen, dass man dort halt fotografieren kann. Mhm. Wir reden gleich weiter, denn man kann von dir auch sehr, sehr viel lernen. Nicht unbedingt nur den Blick fürs richtige Foto, sondern auch, was die Natur anbelangt. Denn du gibst Workshops in wirklich einem tollen Bereich, nämlich in dem Bereich der Naturfotografie. Das heißt A, wie man richtig fotografiert, aber auch B, wie man richtig mit der Natur umgeht und was man auch fotografiert. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten und vor allem natürlich auch, für wen du die Fotos machst und ja, ob dieses Foto schon öfters mal ein Facebook-Profil gewesen ist oder nicht. Die Frage steht ja auch noch im Raum. Jetzt machen wir erst noch mal eine kurze Pause und dann sind wir aber gleich wieder für Sie da. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover, 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Beate Hefner ist zu uns gekommen, Questico-Beraterin. Auf der einen Seite arbeitet sie mit ihren Karten, auf der anderen Seite mit der Astrologie. Aber auch die Hellsicht ist etwas, was du als Hilfsmittel öfters mal benutzt. Und auch da gibt es im Grunde genommen eine schöne Geschichte, wie du zum allerersten Mal so eine, naja, kann man sagen, innere Stimme wahrgenommen hast? Genau, so kann man das sagen. Erzähl mal.
Und zwar folgendes, wir waren also drei Freundinnen gewesen, Annemarie, Carola und ich. Und wir hatten besprochen, wenn wir einen Sohn bekommen, dann heißt er Patrick. Und ihr wart lustigerweise alle wirklich zur gleichen Zeit auch wirklich schwanger? Nee, also die Annemarie und ich waren zur gleichen Zeit, die Carola später. Ah, okay. Annemarie hatte also zuerst den Sohn bekommen, im Juli, Anfang Juli. Und wie gesagt, da hieß er auch Patrick. Das war also fest beschlossene Sache. Ganz fest. Und der Mai-Sohn kam dann am 25. Juli. Und dann kommt die Hebamme so halt ans Bett her mit dem Kleinen und sagte also, der Junge, wie soll denn der Junge heißen? Und in dem Moment wollte ich auch schon so ansetzen. Patrick. Natürlich, hatten wir so besprochen. Ne? Und wollte so anfangen. Und in dem Moment hatte ich halt diese innere Stimme im Ohr. Also dein Sohn heißt Michael. Also jemand, der wirklich in dem Augenblick ja, plötzlich mit dir gesprochen hat so. Und es gesagt war wirklich hat, so. Nix Patrick, ist ein Michael. Ja. Genau, und in dem Moment dann konnte ich das auch in der Aussprache sagen, Michael. Und die Hebamme hat es auch gemerkt irgendwie, weil ich halt da so verdattert war. Und da hat sie gesagt, ist das jetzt richtig, Michael? Und da habe ich gesagt, ja, der heißt Michael. Und das konnte ich dann auch nicht mehr zurücknehmen. Und dann kam meine Freundin, hat mich dann Mittag besucht. Und dann sagt sie, wie Beate, ich denke Patrick, war doch fest ausgemacht. Aber ich sage, nee, mein Sohn heißt Michael. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, weil du würdest das sowieso nicht verstehen. Haben sie es denn dann irgendwann mal verstanden oder halten sie dich immer noch ein bisschen verwirrt? Nein, das haben die nicht so verstanden, weil das ist auch schwierig, das ja, so rüberzubringen. Die Carola hat ja dann später einen Sohn bekommen und der heißt auch Patrick. Und da hat sie halt immer gesagt, nur du bist aus der Reihe, ne? Weil dein Sohn heißt ja Michael. Da habe ich gesagt, ja, ich kann es euch nicht erklären, aber das war so, eine innere Stimme hat mir auf einmal gesagt, Michael. Und von dem Tag an wusste ich auch, dass ich einen Begleiter habe. Das habe ich dann auch gespürt. War das, bevor du damals zu der Kartenlegerin gegangen bist ja, oder danach? Also schon mit 17, schon 17,5, ich war ja sehr junge Mutter. Also da hast du schon so gemerkt, da gibt es ein bisschen total mehr zwischen Himmel und Erde. Dann hast du dich natürlich auch mit Michael ein klein wenig beschäftigt wahrscheinlich ja, und hast dich auch ein bisschen mit den Engeln, mit den Schutzengeln dann beschäftigt. Auf alle Fälle, ja, genau. Das habe ich da schon dann gemacht. Das habe ich dann schon gemerkt. Aber ich konnte halt, wie ich so jung war, trotz alledem war ich da auch ein bisschen mit überfordert, muss ich sogar sagen. Hat mir sogar manchmal ein bisschen Angst bereitet, um ganz ehrlich zu sein, am Anfang, weil ich das nicht so zuordnen konnte und wusste auch gar nicht, was das ist und hat mir manchmal wegen Angst gemacht. Und gab es Menschen, mit denen du reden konntest? Ich habe ja vorhin so ein bisschen Larifar gesagt, haben deine Freundin gedacht, jetzt ist sie ganz bekloppt. Naja, oder das haben die dann, etwas, was jetzt Stimme und wie ist es halt zu machen? So ein Käse, ne? Aber das war so. Und wo hast du dann irgendwie Anspruch oder Zuspruch bekommen, dass man dich dann doch ernst genommen hat? Oder musstest du lange dafür kämpfen? Lange, ja, das ist natürlich schon lange. Also das, und dann halt durch diese Kartenlegerin dann später, wie ich dann Entscheidung gelegen habe und zu der bin. Ja. Und die mir das ja dann gesagt hat. Und die mir auch gesagt hat, dass ich mal damit arbeite. Obwohl ich da noch nicht so das geglaubt habe. Aber die hat das dann, die hat das dann bei mir irgendwie auch so geöffnet irgendwie, wo ich dann auch damit umgehen konnte, besser mit umgehen konnte und auch auf den Menschen zugehen konnte und. Habe ich ja bis dorthin ein wenig so für mich behalten. Manchmal zieht man die Sachen dann einfach ins Leben und ab da ist im Grunde genommen ganz viel passiert. Also du hast dann gemerkt, du musst neue Wege gehen, du musst einen neuen Lebensweg einschlagen und hast dich dann auch irgendwann mal für den Weg der Lebensberatung entschieden. Mittlerweile bist du auch bei unserem Partner Christico. Genau, ja. Zu Hause kann man fast ja, schon doch, sagen. Auf jeden Fall. Und hilft vielen Menschen durch deine Art und Weise einfach auch weiter. Ne? Genau, weil ich möchte halt auch wieder Menschen helfen, wenn sie da wo stehen. Und dann schon die positiven Aspekte, wenn die zu einem kommen, dann haben die ja schon irgendein Problem. Ne? Und ich bin halt dann so, dass ich dann schauen möchte, wo sind jetzt die Glücksaspekte. Weil ich sage immer, es werden immer verschiedene Wege. Weil manche sagen ja zum Beispiel immer, der Weg ist aufgezeichnet. Das stimmt nicht ganz. Es werden immer zwei, wenigstens zwei, aufgezeichnet. Und der Mensch entscheidet natürlich dann, wohin er
wohin er geht. Eine ganz spannende Frage, die ich gleich noch mit Roxana Paul, sie ist ja auch Astrologin, besprechen werde, nämlich ob die Astrologie Wahrsagerei ist oder doch eher eine Prognose abgibt. Aber das wird uns Roxana gleich noch erzählen. Du bist auf jeden Fall auch über unseren Partner Questico zu erreichen. Und das Schöne, finde ich, ist immer, wenn wir hier Gäste haben von Questico, dass man einfach so viele unterschiedliche Charaktere vorstellt. Und ich immer sage, es ist bei uns wie in so einem Kaufhaus. Nicht jedem gefällt die gleiche Jeans. Deswegen gibt es ganz viele im Angebot und man kann sich die passende raussuchen. Und genauso schön ist es immer wieder, Gesichter hier vorzustellen, weil ich bin mir sicher, den ein oder anderen Zuschauer hast du auf jeden Fall mit deiner Art angesprochen. Das hoffe ich doch sehr, Und der wird mit Sicherheit den Rat suchen. Wie gesagt, Beate Häfner auch ebenfalls über Questico zu erreichen. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Das Wort Problem bedeutet für mich: Lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Und auch heute wieder ist sie zugeschaltet, Roxana Paul, Astrologin. Und heute wollen wir mal der Frage nachgehen, ist jetzt die Astrologie, meine liebe Roxana, erstmal schön, dass du bei uns bist, ist es Wahrsagerei oder ist es doch eher eine Prognose und man kann schon noch ein bisschen den eigenen Weg entscheiden? Hallo, lieber Andrea, hallo, lieber Zuschauer, schön, dass ich bei euch bin. Die Astrologie bietet bekannterweise umfassende Informationen. Und es kommt immer die Frage, wie soll ich das verstehen, die Information? Die Astrologie kann man sagen, Prognose ja und Wahrsagung auch ja, also beides. Warum ist das so? Weil zum Beispiel, wenn darum geht, psychologische Untersuchung zu schauen, ein Partnervergleich, dann ist die Information so korrekt, so präzise, die wird tatsächlich wie eine Wahrsagung. Informationen wirken auf die Menschen, die Menschen bekommen mehr Sicherheit und können so Stabilität haben und die können besser handeln und Mut haben im Leben. Und das ist, was wir, die Astrologen, machen. Und es geht immer darum, mehrere Möglichkeiten zu zeigen, praktisch, dass jeder Mensch für sich eine Möglichkeit findet, was zu ihm besser zu der Zeitpunkt passt. Also ist es nicht nur Wahrsagung oder Prognose, sondern eigentlich fehlt da noch das dritte Schlagwort, nämlich Motivation. Motivation, natürlich, neue Wege, auch Training, trainieren. Ich trainiere meine Talente und Fähigkeiten, dass ich selber mit diesem Geschenk des Gottes, was ich bekommen habe, besser in meinem Leben nach vorne kommen kann. Ich habe neulich einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, da wurde auch über die Astrologie geschrieben, dass es fast ein bisschen mal eine Zeit lang in Vergessenheit geraten worden ist, wirklich auch die Hilfe von einem Astrologen mal zu beanspruchen. Aber dass die Tendenz gerade wieder steigt, die Hilfe von euch Astrologen aufzusuchen, weil es eben auch ein bisschen wissenschaftlich erklärbar ist, weil es eben im Grunde genommen wirklich auch eine Wissenschaft ist, die über Jahrtausende fundierte Dinge weitergeben. Ne? Genau, und das ist sehr schön in unseren Gesprächen, zum Beispiel, wenn ein Kunde mich irgendwas fragt, ich kann das detailliert beschreiben und der Kunde braucht praktisch nur in sich zurückzugehen, sich spüren, in sich hineinspüren, ob das bei ihm so ist und es trifft immer 99% zu, was praktisch die Information der Astrologie weitergibt.
Und jeder von uns möchte Erfolg haben, möchte in der Liebe zufrieden sein, möchte auch Reichtum haben, möchte alles haben, weil wir wollen im Grunde das Leben genießen und leichter leben. Ach, das hast du doch schön gesagt, oder? Schöner kann man das Gespräch doch gar nicht beenden als mit den Worten leichter leben, oder? Roxana, ja, auch genau. Du hilfst den Menschen zu einem leichteren Leben. Auch dich kann man über unseren Partner Questico erreichen. Und ja. Ich denke, du bist jetzt auch im Anschluss an Leichter Leben für unsere Zuschauer da? Ja, ich bin jetzt da und jeden Tag mit kleiner Pause. Okay, wunderbar. Kann man sich auf jeden Fall auch informieren. Ich sage erstmal herzlichen Dank, bis nächste Woche. Danke, bis dahin, lieber Andrea. Bis dahin, tschüss und servus. Tschüss. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Für Sie. Sie müssen uns allerdings wieder eine Postkarte schreiben und eine Antwort beantworten. Da geht es um energetische Medizin für uns alle von Uwe Albrecht. Und dieses Buch, das wird Ihnen nach Hause geschickt, wenn Sie uns, habe ich jetzt gesagt, eine Postkarte beantworten? Eine Frage beantworten. Sie müssen uns eine Postkarte schicken. Und zwar an AstroTV, Leichter Leben in 10452 Berlin. Wir wollen heute von Ihnen wissen, ist Sebastian Hennings ein leidenschaftlicher A. Naturfotograf oder B. Busfahrer? Stichwort ist Bilder. Und die Postkarte, die geht wie immer bis zum 12.10.2016 an uns. Und dann wird Ihnen dieses Buch auch zugeschickt. Ich glaube, einen herkömmlichen Beruf wolltest du nie ausüben, oder? Meine Eltern wollten sicherlich, dass ich das mache, aber... Nee. Da müssen sich die Kinder auch durchsetzen, mein Lieber. Es ist gut, dass du dich für den Beruf des Fotografen entschieden hast, denn du machst natürlich mit deinen Bildern viele, viele Menschen auch glücklich. Ist es aber mittlerweile durch diese ganzen Netzwerke, durch dieses, was es im Moment so gibt, wirklich auch anstrengend für dich als Fotograf, dass deine Bilder ja oftmals vielleicht auch von anderen missbraucht werden? Missbraucht werden sie eigentlich kaum. Also es gibt natürlich immer mal ein paar, ich sag mal, Leute, die natürlich Bilder aus dem Internet einfach benutzen. Das ist allerdings insofern unproblematisch, solange eigentlich niemand Kommerzielles das macht und ich sag mal, irgendwelche Motive auf T-Shirts druckt oder sowas an. Du machst die Bilder vor allem für Kalender zum Beispiel, Postkarten, also hier die Kugelrobbe zum Beispiel, die ist auch eine Postkarte. Also du arbeitest natürlich mit Magazinen zusammen, die einfach auch außergewöhnliche Tierbilder dann auch zeigen wollen. Ja, also für Artikel, wo man natürlich immer schöne Bilder auch braucht, habe ich immer Anfragen, die dann halt bestimmte Tierarten auch suchen, die ich dann sozusagen schon fotografiert habe. Ja, also die finde ich immer noch, die bringt mich auf jeden Fall die ganze Zeit zum Grinsen. Du gibst Kurse, das heißt, du machst auch wirkliche Workshops, das heißt, probierst den Menschen auch ein bisschen den Einblick in die Fotografie zu geben, aber was dir auch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich den Menschen auch den Umgang mit der Natur nochmal zu erklären und vielleicht sogar auch beizubringen. Ja, das ist also oft so, dass sehr viele Leute unterwegs sind und ihre Kameraausrüstung perfekt beherrschen, allerdings viel zu wenig Kenntnisse auch haben, was sie überhaupt da in der Natur fotografieren. Gerade bezüglich der verschiedenen Motive, was haben sie überhaupt fotografiert? Und oft ist es so, da wird was fotografiert und dann sucht man im Internet. Was ist es eigentlich genau, was für ist ein Schmetterling? Eigentlich? Und viel Vorarbeit ist ja auch bei vielen Bildern schon nötig und sowas versuche ich natürlich auch dann Leuten näher zu bringen, dass man sich sozusagen im Vorfeld damit beschäftigt. Du gehst auch raus dann mit den Leuten, ja? Also ja. Du gehst wirklich vor Ort und hast dann auch schon dir so einen Plan erstellt eigentlich? Also wo du sagst, also hier in dem Gebiet, da gibt es genügend Motive, weil das ist ja dann auch wichtig. Derjenige, der zu dir kommt, der will ja wahrscheinlich auch ein paar wirklich tolle Bilder mit nach Hause nehmen, oder? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Leute sind, die selber schon genau wissen, was sie fotografieren wollen. Bestimmten Frosch suchen, selber aber nicht finden und die können dann sozusagen zu mir kommen und ich weiß dann, wo ich sozusagen gute Chancen habe, zeigt denen natürlich ihr Wunschmotiv und kann natürlich auch viel drumherum zeigen. Ah, okay. Wie fotografiert man sie, wie findet man sie, was brauchen die?
Was ja auch sehr spannend ist, so bist du also nicht nur der Fotograf, sondern wirklich, du weißt natürlich auch, wo oder auch zu welchen Uhrzeiten Tiere leichter aufzufinden sind und wo es vielleicht doch ein bisschen schwierig dann wird. Ja. Toll. Gibt es für dich immer noch so Situationen, wo du sagst, es ist so ein Traumfoto oder es gibt so Vorbilder oder irgendetwas, wo du sagst, es ist so ein Traum, da würdest du auch gerne mal hinreisen oder würdest dieses Tier vor die Kamera bekommen? Es gibt viele Ziele eigentlich hier bei uns, die ich noch überhaupt noch nicht besucht habe. Was ich auf jeden Fall gar nicht so stark, wo ich überhaupt nicht so starke Ambitionen habe, ist eigentlich, ich sag mal so, Safari in Afrika oder sowas. Das ist überhaupt nicht sowas, was mich jetzt begeistert. Ich sehe gerne Bilder davon. Aber für mich gibt es hier in Europa, Mitteleuropa, Deutschland so viele schöne Ecken noch, die mir eigentlich viel mehr bringen würden, wenn ich dort mal. Hast du ein Lieblingstier, also ein Tier, wo du sagst, das ist einfach vor der Kamera mein kleiner Star? Ja, das sind natürlich schon die Robben, muss man schon sagen. Also das ist schon sehr schön, dort zu fotografieren. Man kann auch richtig schön abschalten, gerade auf Helgoland. Dann im Winter, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich, also bei den Tierfilmern weiß man es natürlich auch, aber bei euch Tierfotografen wird es ja so ähnlich sein, dass man manchmal wirklich so 8 Stunden alleine in dieser Wildnis oder irgendwo sitzt und es passiert einfach gar nichts. Vergeht da die Zeit, weil man seinen Gedanken nachhängt oder was macht man in diesen 8 Stunden? Die Zeiten gibt es ja oft, sind ja nicht alle Tiere so, ich sag mal, zutraulich wie zum Beispiel die Füchse hier. Oft muss man sich ja dann tarnen, im Tarnzelt sitzen und dann wirklich auf Momente warten. Und dann kommt man natürlich schon ein bisschen so zur Ruhe, ähnlich wie ein Angler beim Fischefangen. Mhm. Der sitzt ja auch die ganze Zeit am Wasser und kann halt mal so ein bisschen die Zeit verstreichen lassen, einfach mal über verschiedene Dinge nachdenken. Und wenn dann was passiert, was man fotografieren möchte, dann ist eh der Moment so schnell wieder vorbei, dass man eh die ganze Zeit auch in gewisser Weise aufmerksam sein muss. Ja, aber du hast ja vieles Schönes dann miteinander verbunden. Ne? Auf der einen Seite diese Ruhe, die du dir während deiner Arbeitszeit suchst. Auf der anderen Seite lebst du in einer Stadt wie Berlin, wo es laut und hektisch zugeht. Mhm. Aber ich habe ja gesagt, wir entschleunigen heute ein bisschen. Also würdest du sagen, deine Arbeit hat schon ein bisschen was auch mit Entschleunigung zu tun? Ja, auf jeden Fall. Machst du Fotos mit Handys eigentlich? Ja, aber das ist meistens die typische Familienfotografie. Ah ja, okay, also für die richtigen, richtigen Profi-Aufnahmen, da benutzt du dann schon auch die richtige Ausrüstung. Das ist einerseits natürlich schön, weil man jederzeit ein Bild machen kann, gerade von eigenen Kindern. Allerdings gibt es auch Momente, wo man sich dann natürlich wieder ein bisschen ärgert, weil man mit einer richtigen Spiegelreflexkamera, ich sag mal, noch bessere Bilder machen kann. Und wenn man schöne Situationen hat. Aber man muss ja auch ständig konzentriert sein. Also ich denke mir, es ist manchmal so wie die Geschichte mit dem Toaster. Man macht das Toaster rein und man starrt die ganze Zeit, weil man totalen Hunger hat auf diesen Toaster und will wissen, wie er jetzt raushüpft. Und dann guckst du einmal weg und in dem Augenblick kommt er raus. Ist dir das auch als Fotograf schon öfters mal passiert? Dass wirklich ein toller Schnappschuss einfach in dem Augenblick warst du unkonzentriert und dann war es vorbei? Ja, das war zum Beispiel, als ich hier auf diesen Truppenübungsplätzen fotografiert hatte, vor ein paar Jahren. Da habe ich wirklich von abends 17 Uhr bis morgens 11 Uhr im Tarnzelt gesessen und wollte unbedingt mal einen Wolf fotografieren. Habe die ganze Zeit keinen gesehen, habe nachts gefroren, habe tolle Erlebnisse dort gehabt, so von der Geräuschkulisse. Und dann war ich allerdings morgens so müde, dass ich sozusagen auf dem Heimweg für 2 Sekunden mal kurz einen Wolf gesehen hatte, aber dann überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Ja, das stelle ich mir auch ganz schlimm vor, oder? Da wartest du 8 Stunden, dann denkst du, okay, kommt nichts mehr, packst dein Equipment ein und dann ist es da. Ja. Und dann lacheln sie dir noch zu und winken. So goodbye, ungefähr. Goodbye. Es lohnt sich auf jeden Fall bei dir mal vorbeizugucken, auch im Internet, auf deiner Internetseite, weil da sind auch ein paar wirklich tolle Aufnahmen noch zu sehen. Und man kann sich auch, ja, hier haben wir ein Beispiel, und man kann sich natürlich auch informieren über deine Workshops, die ich auch wirklich großartig finde. Also wenn sie mal die Fotografie auf die andere Art und Weise erlernen möchten, vor allem auch mit dem Hintergrund wissen, was die Natur so Schönes zu bieten hat, dann ist Sebastian Hennings mit Sicherheit genau der richtige Ansprechpartner. Ja, das war eine schöne Stunde. Leider ist sie dann doch zu schnell vorbeigegangen, obwohl ich ja heute entschleunigen wollte. Ist uns nicht so gut gelungen. Gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages. Wenn ich Geschichten in Worte erzählen würde, bräuchte ich keine Kamera herumzuschleppen.
Ja, aber es wäre dann auch schade. Ja. Weil manchmal ist es auch schön, wenn man die Geschichten nicht nur hört, sondern auch sieht, oder? Ja, setz dich einfach noch mal hierher, Beate, damit wir noch mal unseren Zuschauern zuwinken können. Willst du noch jemanden grüßen? Meine Kinder grüße ich und meine Enkelkinder. Hallo. Die Kinder und die Enkelkinder, man hat die nicht gehört. Freunde halt, die auch alle. Wir grüßen alle. Einfach mal alle, genau. Oder die uns zugeguckt haben. Sagen Dankeschön fürs Zuschauen, freuen uns natürlich, wenn wir morgen wiederkommen. Ist nicht unhöflich. Sebastian wollte niemanden grüßen. Doch, meine Kinder auch, allerdings die sind noch zu klein. Aber dann hast du es ja auf YouTube, weil uns gibt es ja als Mediathek und dann kannst du sie irgendwann nochmal vorspielen. Oder? Ist doch so. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag. Freuen Sie sich jetzt auf, ich glaube, Cora ist im Anschluss. Cora Herford Keck, ja. Die können Sie jetzt bewundern. Bis dahin. Tschüss.